Ist jetzt, lag jetzt nicht daran, dass der fies war. Das, nein, nein, das. Hilfe, ein Monster! Tu doch was! Du hast ein Schwert! Los! So, ja. Ich glaube, du bist der Fremde, ja. Hey, Junge, hörst du mich? Beobachte das Monster und greife erst dann an. Gute Idee, nein. Schön. Willst du mir mal einfach gleich angreifen? Oh, kann ich ausweichen? Nein. Fuck, wie gesagt, ich würde es gar nicht aufladen. Ich würde die 100% abwarten und einfach damit draufschlagen. Okay. Das ist viel. Du hast da momentan einfach mehr Schaden pro Zeit. Ne? Und vor allen Dingen, du blockst, wie du siehst, wenn du. Ja. Also, es ist nicht immer, aber jetzt das zum Beispiel kannst du nicht blocken. Das ist ein Zauber. Ja, und ich bin tot. Das macht aber nichts. Oh. Ja, nochmal auf die Leiche einprügeln. Ja, das haben wir gerne. Hey, Junge, ich habe eine Idee. Halte das Schwert vor dich und warte, bis es 100% der Schlagkraft erreicht hat. Nö, leck mich. Doch, genau das. Nur die 100%. Dann kriegen wir es auch hin. Verdammt. Aber wenn du wenn du auflädst, ist die Chance, dass du blockst, glaube ich, niedriger. Deswegen. So, okay. Und jetzt einen auf die Glocke. Der guckt so doof. Ja. Oh, der erwischt mich auch echt immer. Ja, ist fies. Das Viech ist echt fies. Säureatem, ja. Ja, mach halt nochmal auf mich drauf. Ist okay. Aber der ist nicht so schlimm und vor allem wacht man davon wieder auf. Yo. Noch. Oh Mann, da. Vor allem haut er einen immer bewusstlos, ne? Aber wie gesagt, es ist nicht so schlimm. Ich glaube, es passiert hier noch nichts und du hast ihn auch bald, denke ich. Ja. Ja, hey Junge, ich habe eine Idee. Wir wissen ja schon, wie das geht. Aber yo, ganz ehrlich. Fremder. Ja, der heilt uns jetzt die ganze Zeit. Deswegen, beim ersten Bosskampf ist es noch nicht so schlimm, wenn man mal ein bisschen stirbt. Oh. Und vor allem, wir haben ihn getroffen. Das heißt, wenn er jetzt explodiert, wenn du aufstehst, dann weißt du warum. Der Schaden zählt jetzt erst. Das wahrscheinlich, ist ja super. Wahrscheinlich war das gerade eben nämlich auch, dass er erstmal wartet, nee, bevor ich jetzt explodiere, der muss stehen und sich das angucken. Ja, genau. Ne? Wie ich hier zu Staub zerfalle. Solange der nicht steht, gehe ich nicht kaputt. Ja, so in der Form. Ja, genau. Und weiter geht's. Und weiter. Wir haben den ersten Boss besiegt und Schwert auch behalten. Yay. Schön. Du hast ihn besiegt. Warte, ich zieh dich nach oben. Okay. Mach das mal. Jo. Mama. Ja. Es scheint, ist es das echte Mana-Schwert. Aha, und wo der? Es heißt, in Zeiten der Not käme ein Ritter, um das Schwert herauszuziehen. Du bist jedoch viel zu jung. Irgendwas muss mit dem Schwert geschehen sein. Du bist voll der Cheater, will der sagen. Hier, nehmen Sie das doch. Das geht nicht. Das Schwert ist kraftlos und muss aufgeladen werden. Nur du kannst dies tun. Du hast es herausgezogen. Und wie geht das? Besuche Aquaria im Wasserpalast. Okay. Sie beschützt dieses Land seit 200 Jahren. Sie kann dir weiterhelfen. Die ist schon ein bisschen alt, oder? Ja, schon. Wir brauchen, glaube ich, keinen Cut machen. Es ruckelt sich gerade keiner ab. Oh, okay. Siggi, der Dorfälteste will mit dir sprechen. Erneut. Erneut, oder? Ich muss dann auch weiter. Übrigens, ich heiße Victor. Ich warte auf dich vor dem Wasserpalast. Nimm mich doch einfach gleich mit, Mann. Ja, da müssen wir eh aufpassen. Es gibt nämlich, es ist ganz am Anfang ist es ein bisschen nicht linear. Das kann ich schon mal halb spoilern. Okay. Und dann lasse ich dich einfach machen. Und dann gucken wir einfach mal, was wir da veranstalten. Oh, das ist gemein. Naja. Dafür darfst du nochmal reden. Ist, worauf wartest du? Achso, Entschuldigung, das war ja gar nicht Sigi. Egal. Wahrscheinlich. Sigi übernimmt alles. Ritter Sigi sind wir jetzt ja auch, ne? Ältester, Sigi muss hier weg. Genau, und zwar sofort. Oh, Sigi! Warum nur? Warum hast du das Schwert genommen? Wir werden alle untergehen. Du hast diese Welt auf dem Gewissen. Nur du alleine. Also gut, wer ist dafür, dass Sigi geht? Alle die Hand heben. Falls er hier im Dorf bliebe, würden noch mehr Monster auftauchen. Hau ab! Verschwinde endlich! Bist du bald weg? Ich will das hier nicht tun, aber ich muss. Oh. Ich muss dich bitten, das Dorf sofort zu verlassen. Oh. Nimm mit, was du in der Truhe unten findest. Oh, nämlich
Ja, irgendwie schon. Aber in der Truhe unten ist ein Kleinkind. Nein, Quatsch. Das sprich ich. Du gehst? Bis später. Tja, tschüss. Ach, die Arme. Die weiß auch nicht, was los ist, ne? Ja. Aber dafür gibt es erstmal 50 Goldmünzen. Wow, jetzt können wir einkaufen gehen. Ja, wenn ich... Ja, probieren wir es mal. Ich habe dich als Kind zu mir genommen und aufgezogen. Du bist nämlich von selber nicht gewachsen. Leider kann ich jetzt nichts mehr für dich tun. Vergib mir. Ich hab's dir ja schon einmal erzählt, aber... Deine Mutter brachte dich als Baby in dieses Dorf, mein Junge. Ach komm, Mutterwitze muss man nicht noch machen jetzt um die Zeit, oder? Nee, ist das mal. Doch schon bald darauf verschwand sie spurlos. Ich nahm dich auf und liebte dich wie einen Sohn. Doch nun trennen wir uns. Hoffentlich wirst du deine Mutter eines Tages finden. Leb wohl. Die ist sicher schon, nein. Lassen wir das. Tschüss, Opa. Ja, nee, die, was ich meinte, ist, er bringt den Mutterspruch halt, ne? Ja. So, weißt du, deine erst Mutter. Rauswerfen und dann, deine Mutter hatte ich hier zurückgelassen. Ja, toll. Schön. Müssen wir mit denen nochmal reden? Ich glaube, die reden gar nicht mal, oder? Reden die noch mit einem? Das warst du, glaube ich. War ich das? Nee, das warst du. Nein, du warst es. Ehrlich? Stimmt. Ja. Es tut mir leid, aber ich kann nichts für dich tun. Es ist nur deine Schuld. Oh. Ja, muss ich nur die. Ja, den machst du auch nochmal. Das ist halt ein Tiltruller. Benutze den Ausgang im Süden. Gehe jetzt, bevor noch mehr passiert. Nee, wir lassen uns jetzt schön Zeit, würde ich sagen. Ja. Wenn die schon hier alle neues Zeug quatschen, dann es das zwingt hier einen ja niemand. Theoretisch könnten wir das Let's Play die ganze Zeit im Dorf rumrennen. 57 Folgen. Das können wir gerne machen. Da waren wir vorhin noch nicht. Lässt er noch schlafen? Schlafen? Der lässt einen noch schlafen. Wir brauchen nicht schlafen. Wir haben Magie und Energie voll. Wir haben gerade einen Bossgegner geschafft. Aber speichern. Speichern können wir machen. Und da sieht man schon, das war der alte Sigi. Ja, aber der alte. Der alte, der gute alte Sigi. Der hypothetische. Die vorherige Aufnahme. Der ein wenig surreal war. Ja. Ja, ich vermisse ihn. Jetzt können wir erstmal fett einkaufen gehen. Ich auch. Ja. Ich verkaufe dir nur etwas, weil es der Dorfälteste gewünscht hat. Oh, cool. Das ist ja schön. Mit den 7 Dragon Balls. Entschuldigung. Ja, genau. Okay, so, erstmal holen wir uns die Ausrüstung. Das Headgear, das andere haben wir, das weiß ich noch vom letzten Mal. Ansonsten aber das Headgear. Weiß gar nicht, so ein... Bonbons? Bevor du Bonbons kaufst, was kostet so eine Schale? Lebenswasser, 150, ja geil. Nee, dann können wir Bonbons kaufen. Das ja. Lebenswasser brauchst du nämlich nachher, um wiederzubeleben. Das ist jetzt es ist jetzt vor allen Dingen noch absolut unnütz, weil wir alleine sind. Wenn wir jetzt sterben, dann ist doof. Dann sind wir eh kaputt. Dann sind wir kaputt. Das heißt, wir müssen auch unbedingt regelmäßig schlafen und speichern. Okay, wofür sind die Heilkräuter? Gift. Gift. Nimm mal einmal mit. Ich glaube, die finden wir genug, sage ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe die noch nie gekauft. Okay. Jetzt ohne Witz. Noch etwas. Nö. Denkst du auch daran, dir neue Klamotten zum Schutz vor den Monstern zu kaufen? Ja, haben wir schon gemacht. Gerade sagen. Warum bist du vergessen? Ja, vor gerade sagen, ne? Kurzzeitgedächtnis so. Alzheimer-Dorf. Jo, und die Schutzweste haben wir ja schon. Eben. Was will der noch? Der will nur unser Geld aus der Tasche ziehen. So. So ja. Sieht's aus. Ja, wir könnten links noch raus zum Leveln. Oh, ne, da gehen wir jetzt nicht raus. Gehen wir gleich lieber bessere Gegner killen. Genau. Was ist hier los? Wir gehen mal. Ach, siehst du, ihr. War das? Das warst du. Ja. Solange du hier bist, sind wir alle in Gefahr. Verlasse uns bitte. Das war. Du weißt, das war die gute, ne? Von den Zwillingen. Ja. Benutze den Ausgang im Süden. Geh jetzt, bevor noch mehr passiert. Der war vorher nicht hier. Ja, der war vorher nicht hier. Aber der sieht aus wie der Typ vorm Eingang. Ja, schon. Also hier wohnen 2 Zwillingspaare. Und die sind beide zusammen. Ja, und das Kind mit der Mütze. Magic. So. Das ist auch weg. Ja, das Kind mit der Mütze ist weg. Überhaupt, es läuft keiner draußen mehr rum. Ja, warum? Aber es gibt nur 2 Häuser hier. Wo sind die hin? Verstecken sie wahrscheinlich hinter der Blume oder sowas. Ich wollte ja mit allen reden, aber die sind alle weg. Wahrscheinlich sitzen die irgendwo im Gebüsch mit der Nase so oben drüber, so die Hände. Ja, wahrscheinlich. So. Hast du alles? Ja, ich denke schon. Ja. Kriegen wir hin. Oh, wie schön, der macht Platz. Oh. Du bist aus dem Quelldorf verbannt worden. Hau endlich ab. Nö, ist ja gut. Ich bin zurück. Mann. Ja gut, dann lass mich halt nicht mehr rein. Vor allen Dingen, wie er so zurückzieht, wie so ein Hund oder eine Katze oder so, ne? Die sich erschrickt. Ja, absolut. Wie so ein geschlagener Hund. Richtig, richtig.
Ja, wie gesagt, den nicht-linearen Teil, den lasse ich weg. Los? Oder aber wir machen den fiesen Teil und ich sage es dir. Also du kannst ja aussuchen, entweder machen wir den fiesen Teil oder du probierst es selber. Fieser Teil? Es gibt einen sehr fiesen Teil, ja. Oh, jetzt finden wir Bonbons. Jetzt, wo ich gekauft habe, finden wir Bonbons. So. Warte, Moment, ich will den Pogo-Puschel kaputt machen. Und dann will ich da oben gucken, was da oben ist. Muss ich sofort zum, zum Wasserpalast? Das... Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Also du sollst ja jetzt zum Wasserpalast gehen, aber das Kanoni-Reisebüro brauchen wir dafür jetzt nicht. Ich glaube, der lässt uns auch noch gar nicht fliegen. Oh. Ja. Jumpscare. Ich bin voll erschrocken, ich bin schon tot. Ja, der hätte jetzt zum Brüllen kommen müssen, ne? Ja, vielleicht schneide ich das noch rein. Das Schöne ist vor allen Dingen, jetzt wo ich sage, werden die Leute, wenn ich es reingeschnitten habe, natürlich auch sagen, vielen Dank, dass du es jetzt nachträglich ankündigst. Ja. Ah, Sigi ist bewusstlos. Ja, der hat der gerade, was hat der gerade abgelassen? Was ist das? Sind das Sporen? Ich glaube schon. Oder hat gepupst. Wenn wir das, nein, das sind Sporen. Das ist ja ein Pilz. Achso, ja. Wenn wir das jetzt mal biologisch betrachten. Hat er den gerade bestäubt. So, ja, das ist ein bisschen Vergewaltigung, ne? Diesmal, oh, bin ich fast gewesen, aber trotzdem, das Brüllen kam erneut. Oder zumindest Belästigung, das macht man nicht. Man rennt nicht da rum und dann läuft da so ein Typ lang und dann, ey, den bestäube ich jetzt erstmal. Ja, hallo, du könntest Allergien haben. Ja, könnte ich. Und dann kommt der daher und plötzlich sterbe ich, weil allergischer Schock oder so. So. Und dann ist, Feierabend. Ne, Knastbruder und so. Da kann man... Ich meine, gut, er hat jetzt ja auch die Strafe bekommen, ne? Also, da kann man und sich im Nachhinein... Das ist voll bissig. Du musst so Hundegeräusche reinmachen. So, ja, wuff, wuff. Jetzt habe ich mir echt mal überlegt, dass ich mal irgendein Spiel auf dem Super Nintendo nehme und dann komplett nachvertone. Aber immer musst du bei den... So. Oh, weißt du, was für eine Scheißarbeit das ist? Ich bin schon bei Typewriter so aufgedingst. Nee, musst du nicht machen. Also der Wucherkater, er ist tatsächlich Wucher. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir. Ja, ich würde... Wir können ihn uns ihn nachher mal angucken oder sowas, aber der wird laufen dem definitiv über den Weg. Da brauchst du keine Gedanken machen. Ja, wir haben jetzt eh gerade genug Zeug. Da brauchen wir jetzt eh nichts Neues. Oh, jetzt glaub, bist du dran? Ja. Mit einer Peitsche können wir die Abkürzung zu Turas Schloss nehmen. Tja, cool. Das ist Oberst Hagen. Unsere Mission ist sehr gefährlich, aber wir werden es schon schaffen. Oberst Hagen ist übrigens der Grund, warum ich, wenn ich mal einen Sohn habe, den Hagen nennen möchte. Der Haken an der Sache ist aber allerdings, dass der... Der Hagen an der Sache? Ja. Warum... Entschuldigung. Den wollte ich unbedingt mal sehen. Oh, super. Oberst Hagen, angetreten! Warum sagt er... Kompanie Marsch! Ja, tschüss Hagen. Oh, tschüss, ich wollte noch mit dir reden. Nee. Ist zu spät jetzt. Ist jetzt zu spät. Der möchte nicht mehr. Nach oben. Das Schlimme ist... Der mag uns nicht. Und es war... Egal. Machen wir weiter. Ja, das Schlimme ist... Nee, es passt schon. Ich hätte jetzt fast gespoilert und da halte ich mich gerade zurück. Ich kenne doch das Zeug eh schon teilweise. Ja, natürlich. Aber hallo, das Spiel ist neu. Ne, so. Und ja, okay. Man muss ja nicht die ganze Geschichte verraten. Es kommen noch dramatische Wendungen mit Liebe und Herzschmerz. Die Story. Ja. Na, guck mal, da steht er schon. Auf geht's, Iggy. So. Yo, hallo. Stimmt. Man kann auch begrüßen. Nö, er tappt einfach voran. Okay. Ist auch gut. So. Dann bist du dran mit Ja, nee, mit Sigi. Ich bin dann dran. Mit Sigi. Mit Aquaria. Achso, du willst dran. Aquaria? Ja, gut, dann machst du Aquaria. Nee, weil du hast dann, glaub, den letzten Soldaten geredet. Nee, ich hab Hagen geredet, dann bist du eigentlich dran. Ja. Ach Gott. Upsala, was ist denn da los? Da muss ich meine schönste Damenstimme anlegen. Oh, jetzt wird's spannend. So, und jetzt? Hey Süße, wo ist eigentlich dieser Aquaria? Oh je, wie peinlich. Hallo Aquaria, schön dich mal wieder zu sehen. Willkommen. das soll Aquaria sein, die 200 Jahre alt ist. Klar. Ja. Oh, ich kann rumrennen. Oh.
Du bist Viktor. Achso, stimmt. Oh, jetzt habe ich meinen Einsatz verpasst. Ja, macht nichts. Wird mir auch. Ja, macht nichts.